Liebe Bürgerinnen und Bürger, in unserer schnelllebigen und oft hektischen Zeit ist es gut, dass es Traditionen gibt. Traditionen, die uns am Herzen liegen, die uns das Gefühl von Heimat geben. Und zu unseren schönsten Traditionen gehört das Weihnachtsfest, durch das wir zuallererst ja die Geburt eines Kindes in seine Familie feiern. Weniges verbinden wir so sehr mit Heimat und Familie wie Weihnachten. Egal auf welchem Fleck der Erde wir uns befinden. Wir denken an den Weihnachtsbaum, an die Kerzen, die friedliches Licht verbreiten und an die Menschen, die wir im Herzen tragen. In der Weihnachtszeit empfinden wir besonders stark, wie eng wir in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken. Oft ist sie uns Quelle der Kraft und ein Kompass, Stifter für Geborgenheit und Anerkennung. Sie ist unser Zuhause und in ihr lernen wir die Herausforderungen des Lebens zu bestehen. Und deswegen ist die Zeit füreinander und miteinander auch das Kostbarste, das wir uns gegenseitig schenken können. So lassen Sie uns in diesen besonderen Tagen den Blick auf das Wesentliche richten und lassen Sie uns gemeinsam erkennen, dass uns das Entscheidende im Leben oft geschenkt wird. Friede, Freundschaft, Glück, Gesundheit und die Liebe eines anderen Menschen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedvolles Miteinander und vor allem auch Gottes Segen.